Herzlich willkommen zu der zweiten Etappe unseres spirituellen Wegs. Wir sind auf einem alten Pilgerweg unterwegs, der Via Francigena. Das mal von Lausanne bis auf Saint-Maurice im Wallis. Laufen, schauen, hören und weiterlaufen. Immer weiter. Wer pilgert, hat ein Ziel vor Augen. Aber irgendwann wird der Weg wichtiger. Wir verändern das Pilgern und das Draussensein in der Natur. Warum machen wir uns immer wieder auf den Weg? Mein Weg führt mich am Genfersee entlang, durch den Weinberg vom Lavaux bis auf Vevey. Dort nehme ich das Schiff bis auf Villeneuve und gehe dann zu Fuß das Rhonetal darauf bis auf Saint-Maurice. Das ist auch der Schluss dieser Etappe, die berühmte Abtei dort von Saint-Maurice. Die Via Francigena, man sagt auch der Frankenweg, geht von Canterbury auf Rom. Der Pilgerweg ist schon vor über 1000 Jahren das erste Mal beschrieben worden. Der Schweizer Teil geht vom Jura bis zum grossen St. Bernhard und ist mehr als 200 Kilometer lang. Auch mein persönlicher Weg geht weiter auf der Via Francigena. Wenn man mal 50 war, dann ja, ist der Horizont absehbar. Ist es das schon gewesen? Was kommt noch? Veränderungen, die gehören einfach zum Leben dazu. Das wird mir immer klarer beim Pilgern. Habe ich auch den Mut, das Leben auf den Kopf zu stellen? Auch den Mut, im Leben etwas zu verändern? So steil führt die Via Francigena in Cuy weg vom See in die Weinberge vom Lavaux. Die gehen hier über 10 Kilometer bis auf Vevey. Die Via Francigena ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. In Bourg-Saint-Pierre zum Beispiel sind letztes Jahr 2000 Pilger gezählt worden. Pilgern ist im Trend. Aber ist es tatsächlich ein Weg, um zu sich selber zu finden? Mitten in den Weinberg treffe ich auf den Jean-Claude Piqueret. Wie lange bist du schon unterwegs? Jetzt 2 Wochen. 2 Wochen. Was machst du den Schweizer Teil von der Via Francigena? Von wo bis wo? Ich bin von Ort, also respektive von Bern, auf den Weg gelaufen, der über Ort geht. Ja. Und dann von Ort gehe ich bis auf Rom. Bis auf Rom? Genau. Da hast du noch einiges vor. Oh ja, ja. Ja. Aber auf Rom, wie lange rechnest du denn da? Ich würde sagen, gut 2 Monate. 2 Monate, gell? Ja. Und Job und so? Könnte. Okay. Ja. Also eine richtige Auszeit? Eine Auszeit, ja. Wohnung aufgelöst, Job könnte. Und jetzt habe ich Zeit. Und ich kann mir auch Zeit nehmen. Also ich muss jetzt auch nicht in 2 Monaten tun sein, sondern schauen, was es sicher gibt. Und warum gerade pilgern? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mir irgendwie, das hat mir einfach zugesagt. Also es hat jetzt, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt genau das, was ansteht. Also auch langsam unterwegs sein, keine Hektik, können viel wahrnehmen, achtsam sein. Ja. Ich bin hier auf spirituellen Weg unterwegs. Ist es auch ein spiritueller Weg für dich? Spirituell ist ein grosses Wort. Bis jetzt noch nicht so. Also vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es dann auch, ja. Ja, ich muss weiter. Dann guten Weg. Und, auf Rom würde ich auch gerne mal, aber es langen wir nicht das Mal. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Ja. Yeah. Der Pilgerweg Via Francigena, der geht hier mitten durch die Rebberge. Die Weinberge vom Lavaux, die gehören seit dem Jahr 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und ganz spannend ist, die Geschichte dieser Via Francigena, die verbindet sich hier mit der Geschichte der Zisterziensermönche. Im 12. Jahrhundert hat der Bischof von Lausanne Zisterziensermönche ins Gebiet vom Désalais geschickt, das so steil ist, dass es nicht bewirtschaftet werden konnte. Zisterziensermönche haben dann Steinmauern und Terrassen gebaut, um auf diesem Gelände überhaupt etwas anbauen. Nur dank diesen Mauern ist es möglich geworden, Reben zu pflanzen. Schon seit dem 14. Jahrhundert lebt und winzert hier die Familie Chevalet.
Ich treffe den Jean-François Chevalet. Ein wunderbarer Tag. Ja, wunderbar. Ist es nicht zu heiß für die Rebe? Nein, die lieben die Hitze. Voilà! Das ist jetzt eine dieser Mauern. Ja. Und das haben ja Mönche hier sehr früh schon gemacht im Mittelalter. Also die haben gewusst um den Platz. Aber was macht es aus? Was ist hier speziell? Ja, wir sagen, wir haben drei Sonne. Die Sonne, die rechte Sonne, und die zweite ist die Reflexion vom See. Und die dritte, sie haben Mauern gebaut und die Mauern nehmen die Wärme und gibt zurück. Und reflektiert. Reflektiert die auch und emmagasiniert die Wärme durch den Tag und bleibt durch die Nacht. Wer bestimmt da? Der Mensch oder die Natur? Es ist die Natur. Aber die Weinreben wurden durch den Menschen und durch die Natur gestaltet, über Jahrhunderte hinweg. Es ist keine natürliche Landschaft, denn sie wurde durch den Menschen erschaffen. Es ist also der Mensch und die Natur. Also ich könnte sagen, so eine Spiritualität der Natur. Ja, das könnte man sagen. Weil es ja die Natur ist, die bestimmt. Man unterstützt die Natur, man arbeitet mit ihr, um die schönsten Weintrauben und den besten Wein zu bekommen. Von Generation zu Generation ist das Wissen in der Familie Chevalet weitergegeben worden. Und die Nachfolge steht auch schon fest. In der 21. Generation übernimmt der älteste Sohn. Die Zisterziensermönche haben im Mittelalter den Grundstein für das Gesamtkunstwerk im Lavaux gelegt und damit auch für die Existenz nicht nur von der Familie Chevalet, sondern von der ganzen Region, die heute vom Winzer lebt. Vor mir liegt das Weindörfli Iriva und dahinter Vevey, wo ich übernachten will. Ich bin unterwegs zu einer Künstlergemeinschaft, Labeck, die sind auch hier am See. Dort können ausgewählte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt für 3 Monate ihre Kunst entwickeln. Eine der Künstlerinnen, Nora Bergmann, die hat auch eine spirituelle Ordnung. Die Nora Bergmann kommt aus Los Angeles. Zu ihrem Tagesablauf gehören jeden Morgen vor dem Sonnenaufgang intensive Yoga-Übungen am See. Ich finde sie mitten in ihrer Praxis, einem Kundalini-Yoga, der über 2 Stunden dauert. Es ist ein genauer Ablauf von Bewegungen und Mantras. Die nutzt Nora als Inspiration für ihre Kunst, wenn sie nachher in ihrem Atelier anfängt zu arbeiten. Morning. So the nature here, die Natur hier, der Morgen, der See, die Landschaft. Was passiert mit Ihnen? What does make with you? I believe this spot is a generator. Dieser Ort ist wie eine Art Generator. Die Energie, die du hierher bringst, wird gesammelt und bewegt. So, like,
Transformation benötigt Energie. Das ist meine Erfahrung. Durch meine strikte Yoga-Praxis, die ich hierher gebracht habe, hat sich vieles bewegt. Jetzt bin ich auf Ihre Kunst gespannt. Das Grundstück am Genfersee hat der Familie von einer wohlhabenden Gigerin gehört. Sie hat eine Stiftung gegründet. Ihren Wunsch war es, dass der Ort zu einem Hafen von Kreativität und Austausch wird. So ist die Künstlerresidenz La Bec entstanden. Künstler aus der ganzen Welt können sich mit einem Projekt für einen Aufenthalt bewerben. Mit ihrer Kunst möchte sie eine Interaktion mit dem Betrachter auslösen. So this is the microphone and we place it here. Hier fixierst du das Mikrofon. And this is designed to put here. Because it's the idea that you have a rose. Es ist die Idee einer Rose im Herzen. Als Symbol der Rosenkreuzer. Die schlafende Rose in dir soll erweckt werden. Probiere es aus. Full of energy. Yeah. It's a vibration. So, these 3 months. Welchen Einfluss haben die 3 Monate auf Ihre Kunst gehabt? Ich habe in diesen 3 Monaten unglaublich schnell gearbeitet. Ich hatte so viel Energie und viele starke Ideen. Die Ideen waren intensiv wie Funken. Ich konnte sie durchdenken und entwickeln. Ich hatte hier natürlich auch die Ruhe und den Platz dazu. Haben Sie gewusst, dass da ein Pilgerweg durchgeht, die Via Francigena? Via Francigena, I'm doing this path of pilgrimage. You've heard about? Ja, ich habe davon erfahren. Es macht Sinn. It makes a lot of sense to me. And sind die 3 Monate da für Sie auch eine Art Pilger gewesen? As a sort of way of pilgrimage? A pilgrimage has a lot to do. Eine Pilgerreise hat viel zu tun mit einer Absicht, mit einer großen Hingabe, um das Ziel zu erreichen. Man muss viel aushalten, um das Ende zu erreichen. Ich hatte ein klares Ziel, als ich hierher kam. Ich wollte meine Yoga-Praxis mit dieser Landschaft verbinden. Ich wusste nicht, was daraus entsteht. Hierher zu kommen, das war mein Pilgerweg. Und aus dieser Reise entstand all diese Kunst. Sie haben also müssen offen sein und haben nicht genau gewusst, was passiert. Ja, genau. Das passiert mir im Moment jeden Tag. Thank you a lot. Thank you. Safe journey. Thank you. Nora Berman geht wieder zurück auf Los Angeles. Dort will sie ein eigenes Atelier aufmachen. Sie möchte sich in ihrer Kunst weiter mit spirituellen Erfahrungen auseinandersetzen, so wie sie es hier in La Bec macht. Mein Weg geht ausnahmsweise mit dem Schiff weiter, bis auf Villeneuve.
Immer wieder hat es Künstler gegeben, die sich von dieser Gegend haben inspirieren lassen. Schriftsteller wie Charles Ferdinand Ramu und Maler wie Ferdinand Hodler. Da haben wir sie wieder, die Via Francigena. Für mich geht es weiter auf dem Pilgerweg von Villeneuve auf Saint-Maurice rauf, durch das Rhonetal. Das sind etwa 30 Kilometer und jetzt wird es recht hart. Es ist ein sehr heißer Tag und wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen beissen. Aber das habe ich ja gehört, gehört auch dazu zum Pilgern. Ein Ziel vor Augen, durchbeissen. Immer viel Beton hier. Nicht sehr eine schöne Gegend. Aber im Leben gibt es auch so Phasen, wo es nicht sehr schön ist. Und manchmal ist es so, ich habe einen Berg vor mir, weiss gar nicht, wie ich das alles machen soll, wie ich an mein Ziel kommen soll. Mache ein paar Schritte. Ah, sieht schon viel besser aus. Geht doch. Es geht vorwärts. Pilgern, das heisst auch ganz allein unterwegs sein. Und nicht immer genau wissen, wo man durch muss, welchen Weg an einer Gabelung weiterführt. Ganz im Gegensatz zu meinem täglichen Leben, wo alles geordnet und durchgetaktet ist. Vor mir liegt die Abbaye de Sala. Früher war das der Landsitz der Mönche der Abtei von Saint-Maurice. Seit einem Jahr ist die Abbaye de Sala eine offizielle Station auf der Via Francigena. Hier können die Pilger ihren Stempel als Erinnerung abholen. Heute ist die Abbaye de Sala im Privatbesitz. Sie wird von der Familie Huber-Kropf geführt. Bonjour! Störe ich gerade? Nein, es ist perfekt. Sie kommen genau im richtigen Moment. Ich bin Janine. Ich bin gerade dabei, den Wein abzufüllen. Einen leichten Sommerwein. Ah, ist das der Wein von letztem Jahr? Oder? Ja, genau. Wird jetzt in die Flasche gefüllt. Ja. Kann man den nachher probieren, wenn du willst? Ja. L'Abbaye heisst übersetzt Abtei und erinnert im Namen von dem Weingut bis heute an die Chorherren von der Abtei von Saint-Maurice, die nur gerade 10 km entfernt ist. Und das war Ihr Landsitz? Was hat denn das geheissen im Sommer für die Ferien? Nein, eigentlich mehr als so Bauernhof, würde ich sagen. Die sind immer da. Die sind immer da. Die haben auch schon den Rebberg, den man hier sieht. Jetzt empfangen hier Pilger auf dieser Via Francigena. Ja. Kannst du verstehen, dass man sich so auf einem Pilgerweg begibt? Oui et non. Ja und nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute eine Pause in ihrem Leben brauchen, das heute oft so stressbeladen ist. Viele haben ganz andere Ideale für ein gutes Leben. Wenn man aber bei sich selber ist, ein bewusstes Leben führt, wie eben etwa auf einem Pilgerweg, braucht man keine solchen Pausen. Ich zum Beispiel habe ein erfülltes Leben mit einer schönen Arbeit, schönen Begegnungen. Man sagt doch, nicht das Ziel zählt, sondern der Weg. Und mein Weg ist das, was ich jeden Tag tue. Ich benötige derzeit keine Auszeit, aber ich kann es absolut verstehen, dass es Menschen gibt, die das brauchen. Du bist glücklich da. Genau. Ich muss noch den Pilgerstempel haben. Merci vielmals für die Gastfreundschaft. Komme ich den da vorne genau, über? Genau, genau. Kannst gerade mitmachen. Ich kann mir den holen. Merci vielmals. Alles Gute. Bonne Route.
und wieder laufen, laufen, laufen. Allein mit mir und meinen Gedanken. Die Füße tun weh, es ist heiß, die Hitze drückt. Das ist es vielleicht, was im Alltag fehlt. Das Gespüren, das Warnen vom eigenen Körper, von den eigenen Gefühlen, von der physischen Welt. All das wird überdeckt von der Hektik im Alltag und vom Anspruch, alles speditiv und schnell zu erledigen, alles im Griff zu haben. Für meinen Pilgerweg habe ich mich für einen Moment rausgenommen, zurückgezogen, weg von der Familie und von meinem Umfeld. Ist es egoistisch, so eine Auszeit zu nehmen? Statt Antworten immer mehr Fragen. Fragen, die sich viele andere Pilger auch stellen, die unterwegs sind, die das nächste Tagesziel vor Augen haben, wie ich die Abtei von Semmeris. Das Pilgern, Menschen, die unterwegs sind, die etwas in ihrem Leben verändern wollen, die vielleicht in einen neuen Lebensabschnitt gehen. Und dann gibt es Menschen, die sich komplett zurückziehen in die Einsamkeit. Das sind Einsiedler. Es gibt hier in Semmeris eine Einsiedelei, die zu der Abtei dazugehört. Und die gehen wir morgen besuchen. Weit oben über Semmeris liegt die Kapelle Notre-Dame du See und eine Einsiedelei. Der Ort erinnert an Heilige Armee, ein Mönch von der Abtei, der hier schon im 7. Jahrhundert als Einsiedler gelebt hat. 447 Stufen in Fels geschlagen. Die müssen alle Pilger unter die Füße nehmen, die an diesen speziellen Ort kommen wollen. Hier oben trifft jetzt Nicolas Bütte. Das ist wirklich ein verrückter Typ und hat auch eine verrückte Geschichte. Er hat nämlich in dieser Einsiedelei, die es hier oben gibt, eine Zeit lang gelebt und hat dann sein Leben richtig auf den Kopf gestellt. Er war ein Politiker, Jurist, hier der jüngste Kantonsort im Wallis. Später hat er dann eine eigene christliche Gemeinschaft gegründet. Fünf Jahre lang hat Nicolas Bütte hier oben in der Einsiedelei gelebt. Er hat aus Solidarität mit armen Menschen am Boden geschlafen. Ohne Bett, ohne Luxus. In dieser Zeit sind aber auch immer Menschen in Not zu ihm gekommen und haben ihn um einen Rat fürs Leben gefragt. Bonjour, Monsieur Bütte. Bonjour. Enchanté. Freut mich, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Ça va bien? Oui, très bien, merci. Voici la montée. Ah, das ist jetzt die Einsiedelei. Ich habe hier fünf Jahre gelebt. Es ist leider jetzt etwas heruntergekommen. Die Fensterscheiben waren noch ganz, als ich hier lebte. Fünf Jahre lang haben sie in so einem kleinen Haus gelebt. Es ist ein Paradies. Ein großes Geschenk, wenn man in dieser radikalen Armut lebt. Es kann einem nichts genommen werden. Und man hat nichts zu verlieren, denn man hat alles. Es waren die schönsten Jahre meines Lebens, die ich hier verbracht habe. Was ist da passiert? Zunächst bin ich hierher gekommen, um zu beten. In den Jahren zuvor hatte ich die Möglichkeit, in der ganzen Welt herumzureisen. Ich hatte mehrere Monate bei Mutter Teresa in Kalkutta gearbeitet, in den Containerstädten in Manila auf den Philippinen, in Venezuela, in Caracas, in Lagos, in Nigeria. Und all die Armut in der Welt brach über mich herein. Ich fragte mich, gibt es einen Weg, um mit dieser Armut umzugehen, indem man in Gemeinschaft mit anderen und im Gebet lebt? Klar, das ist nicht vergleichbar. Ich hatte nie Hunger. Aber in der Einfachheit des Lebens finden wir den Reichtum des Lebens und eine Verbindung zu all dieser Armut in der Welt. Aber Sie haben sich in eine Einsiedelei zurückgezogen. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich glaube, um wirklich in dieser Welt anzukommen, braucht es eine lange Reise. Mutter Teresa hat einmal von der langen Reise vom Kopf ins Herz gesprochen. Ohne diese Reise vom Kopf ins Herz kann man die Menschen nicht erreichen. In dieser Einsamkeit hier hatte ich Zeit für diesen Weg. Auf dieser inneren Reise sind mir Ideen gekommen. Ich habe Bilder und Gesichter gesehen. Sie haben es mir erlaubt, aus der Einsiedelei in die Welt zurückzukehren und wieder auf Menschen zuzugehen. Wer sind Sie gewesen, wo Sie da angekommen sind? Das ist eine schwierige Frage. Was ich herausgefunden habe, man muss sich selber sein, Nicola. Und wer sind Sie am Schluss gewesen? Am Ende war ich wohl noch etwas mehr, Nicola. Der Weg ist nie zu Ende. Es geht auch darum, sich selbst auszuhalten, mit der Gnade und der Kraft Gottes natürlich. Es geht darum, einfach zu sein. Das Leben kommt mir vor wie ein langer Weg des Loslassens. Man muss verlieren können. Und wer sind Sie heute? Ich habe noch mehr verloren, aber ich habe noch viel zu verlieren, um richtig reich zu werden. Aber es gibt auch den Aspekt vom Egoismus im Verlieren. Man lässt die anderen zurück. Man kann sich zurückziehen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das halte ich für eine Tragödie. Wenn man nur sich selbst sucht, findet man vielleicht einen Abgrund in sich, eine große Leere, eine Enttäuschung. Es gibt andererseits eine Art von Rückzug mit dem Ziel, auf die gesamte Menschheit zuzugehen und Gott in uns zu entdecken. Für mich ist das keine Isolation, sondern eine bewohnte Einsamkeit. Sie haben, ich sage jetzt einmal, eine Stimme von Gott gehört. Aber viele Menschen hören keine sonnige Stimme. Ja, es stimmt, das ist heikel. Der Gott, an den ich glaube, spricht vor allem durch die Umstände zu uns, durch Ereignisse, durch das Reale, die Begegnungen. Ich hatte auf jeden Fall in der Zeit hier keine Visionen, aber ich hatte sehr viele Begegnungen und Erlebnisse, die ich als Zeichen Gottes verstand. Ich glaube an diesen Realismus des Glaubens, an eine geerdete Spiritualität. Sie spielt sich nicht nur im Kopf oder in der Vorstellung ab, sondern in den Begegnungen, in den Ereignissen. Ich bin ja da auf der Via Francigena unterwegs. Gibt es für Sie eine Verbindung zwischen dem Pilgern und der Einsiedelei? Sicher. Vieles verbindet den inneren Pilgerweg vom Kopf zu den Herzen und den äußeren Pilgerweg auf den Beinen. Auf einem Weg zu gehen bedeutet, Abstand zu nehmen von uns selbst. Wir nehmen Abstand von unseren eigenen Ideen und Vorstellungen. Der Körper steht im Mittelpunkt. Das ist wichtig in einer zunehmend virtuellen Welt, einer Welt, die mit dem Internet immer schneller wird. Da ist es wichtig, Zeit zu haben, Geduld zu üben. Die Füße schmerzen, der Magen knurrt, die Hitze drückt. All dies spiegelt die menschliche Realität. Die Welt schreit heute nach Authentizität und nach Einfachheit. Leider verkauft man uns alles andere. Vielen Dank, Nicola Bütte. Mein Weg ruft mich. Der Nicola Bütte, die Energie, das innere Feuer und auch die Einfachheit. Vielleicht müssen wir mal einen Schritt zurück oder wirklich das Tempo ein bisschen zurücknehmen. Veränderung gehört zum Leben dazu. Ganz klar ist mir das geworden. Vielleicht ist es für mich mehr, dass ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Ängsten vor Veränderung muss lernen, umzugehen. In der nächsten Folge wandere ich ins Rhonetal darauf auf Martini und weiter bis zum grossen St. Bernhard. Ich treffe den Pater Thomas Röder von der Abtei Semmeris. Ich lasse einer Sängerin aus dem Wallis zu und begleite einen Mann, der jedes Jahr geht pilgern.